Bei einer Gärtnerei denkt man nicht unbedingt an einen Energiegroßverbraucher. Dennoch trifft das oft zu. Für Pflanzenkühlhäuser, die Beleuchtung, die Bewässerung und die Beheizung von Glashäusern im Winter geht oft viel Energie auf. Bei der Firma Flora Blumengroßhandel in Salzburg soll das nun anders werden. Aus Kosten, aber auch aus Umweltgründen. Da uns ja unser ökologischer Fußabdruck auch sehr wichtig ist und wir da ein Flachdach haben, versuchen wir vielleicht in Zukunft etwas mit Photovoltaik zu machen, so wie auch der Flughafen, unser fast Nachbar. Und schauen wir mal, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, die vielleicht zu uns passen. Jetzt aber zurück ins Kühlhaus. Viele Unternehmen wissen nämlich nicht, dass sie beim Heizen und Kühlen jeweils bis zu 30% an Energie einsparen können. Bei der Beleuchtung sogar bis zu 70%. Das kann in Summe viel Geld ausmachen. Also hier liegt der Fokus der Beratung bei der Kühlung der Schnittblumen. Im Zuge der Beratung wird das Lastprofil analysiert. Treten beispielsweise unnötige Lastspitzen auf, können diese durch einfache technische oder organisatorische Maßnahmen vermieden werden. Auch die Beleuchtung und die Kühlung sind Themen der Beratung. Neben dem Kühlhaus gibt es auch noch Einsparungspotenzial bei der Beleuchtung. Hier geht die Energieberatung der Salzburger AG alles Schritt für Schritt durch. Also auf den ersten Blick, was man gleich sieht, könnte man beispielsweise die Leuchtstoffröhren auf LED umtauschen. Das ist eine relativ einfache Maßnahme, die sich bald rechnet. Und diese Maßnahme wird auch gefördert. Und wenn wir schon im Kühlhaus sind, dann sollte man sich auch gleich die Klimaanlage anschauen. Die Klimageräte brauchen eine Menge an Energie und deshalb sollte regelmäßig eine Wartung durchgeführt werden. Aus all den erhobenen Daten wird ein Katalog entwickelt, der die Maßnahmen auch in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit bewertet. Damit hat das Unternehmen eine solide Entscheidungsgrundlage, ob und wann welche Maßnahmen gesetzt werden.